Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 8.7 Spiegelung und Symmetrie. Beides sind keine neuen Themen, sind euch beide schon im Verlauf der letzten Jahre immer mal wieder begegnet. Begonnen hat das Ganze in Klasse 6 damals mit Punkt- und Achsensymmetrie und entsprechenden Spiegelungen. Wir werden sehen, dass jetzt bei unseren Vektoren das Ganze recht ähnlich funktioniert. Im Endeffekt müsst ihr alles, was ihr vorher zweidimensional gemacht habt, jetzt ins dreidimensionale übertragen. Wir fangen an mit der Punktspiegelung, da haben wir den Punkt P, der am Zentrum, im Spiegelzentrum Z, gespiegelt werden muss. Wie machte man das nochmal? Jetzt überlegen wir mal. Wir haben damals einfach eine Gerade gezogen durch den Punkt P und das Zentrum Z, die über Z hinaus verlängert. Und dann sozusagen auf der anderen Seite von Z den Abstand von PZ nochmal abgetragen und auf die Art und Weise unseren Bildpunkt P' bekommen. Jetzt schauen wir uns das mal mit Vektoren an. Ah, Sie haben da schon mal was vorbereitet. Sehr gut. Wenn ich das sehe, den Vektor PZ, den haben wir. Und zum Punkt P' kommt man einfach, indem man am Punkt Z anfängt und den Pfeil PZ dranhängt. Dann ist man bei P'. Das können wir ja auch eigentlich aufschreiben. Ja. Also P' ist nichts anderes als Z plus den Vektor PZ. Das ist ja einfach. Und unsere normale Schreibweise auch sehr schön. Okay, gehen wir zum zweiten Beispiel. Spiegelung einer Geraden. Was haben wir denn? Also früher im Zweidimensionalen habe ich mein Geodreieck genommen und habe das so angelegt, dass ich eine Gerade zeichnen kann, die senkrecht ist zu Geraden G und durch den Punkt P geht. Geht es hier genauso? Überlegen wir hier mal genauso. Allerdings, das wäre jetzt ein arger Zufall, wenn es die hier wären. Nehmen wir irgendeine Gerade an, die senkrecht ist zu G und durch P durchgeht, zum Beispiel die hier. Okay, ist ja dreidimensional gut. Genau. Muss man das so machen. Dann würden wir auch sagen, wir zeichnen die Gerade und tragen auf der anderen Seite hier wieder diesen Abstand genauso ab. Schauen wir es uns wieder mit Vektoren an. Ah, da haben Sie auch schon was vorbereitet. Na, sicher doch. Wunderbar. Ich sehe, Sie haben diesen Lotfußpunkt F. Den kriege ich immer, wenn ich den Abstand von einer Geraden, also von einem Punkt zum Geraden ausrechne, hat man auch diesen Lotfußpunkt F gekriegt. Ist das hier derselbe? Genau, das ist derselbe. Mhm. Und jetzt habe ich ja PF, den Vektor PF. Okay. Und jetzt machen wir eigentlich genau das gleiche wie gerade eben. Wie komme ich nämlich zu P'? P' ist dann einfach, ich starte am Punkt F, also F, plus den Vektor PF. Genau. Ah, gut. Das ist ja gar nicht so schwer, aber man muss das Alte noch wissen, wie das ging, gell? Abstand, Punkt, Gerade. Das sollte mit drin sein, aber das ist auch ein gutes Video heute, um einiges, was wir in den letzten Einheiten gemacht haben, zu wiederholen. Gut, kommen wir zum nächsten. Spiegelung an einer Ebene. Okay, ich denke, man macht das ähnlich wie Spiegelung einer Gerade. P' müsste einfach auf der anderen Seite sein. Genau, oder unten sozusagen wieder. Mhm. Und wir müssen jetzt sozusagen wieder diese Verbindungsgerade machen. Und die muss natürlich senkrecht zur Ebene sein. Wir schauen uns mal an. Ah ja, wir hatten ganz am Anfang, bevor wir die hessische Normalform mal gemacht haben, haben wir das gemacht. Da haben wir so eine Gerade gebildet, die senkrecht war zur Ebene E. Genau, über den normalen Vektor. Wir haben den normalen Vektor der Ebene genommen, haben P als Stützvektor genommen. Mhm. Dann entsteht ja eine Gerade, das Ganze gerade vorstellen. Und dort, wo die Ebene schneidet, da haben wir F. Und jetzt können wir P' wieder recht einfach angeben, nämlich? Ja, das ist genauso eigentlich wie vorher. P' ist dann einfach wieder unser Lotfußpunkt F plus den Vektor PF. Ist ja genau dieselbe Formel wie bei Spiegelung einer Geraden. Okay, relativ einfach. Das heißt, wir haben hier drei Formeln, wie wir auf recht einfache Art und Weise den Bildpunkt P' bestimmen können. Mhm. Gut, dann können wir eigentlich, nachdem wir das schon eingeführt haben, den Regelaufschritt genauso machen, oder? Natürlich. Gut, dann kommen wir zur Regel. Oh, gar kein neuer Bildschirm. Warum denn das? Ja, ganz einfach. Unser Regelaufschritt ist dieses Mal einfach das, was wir uns vorab überlegt haben. Nämlich eine Punktspiegelung geht so. Eine Spiegelung einer Geraden geht so. Und eine Spiegelung einer Ebene geht so. Wir machen da einfach drei rote Kästen drumherum. Und das ist eigentlich schon unsere Regel für heute. Aber denkt dran, die Formeln auswendig lernen reicht nicht allein. Die Skizzen dazu solltet ihr immer im Kopf haben. Am besten auch immer aufmalen können. Werden wir jetzt auch gleich bei den Aufgaben sehen. Wir brauchen nämlich die Skizzen wieder, wenn wir uns überlegen, wie bestimmen wir P' eigentlich wirklich. So, und wir kommen zur Aufgabe 1. Spiegel im Punkt P 330 an dem Punkt Z 1 minus 2, 5. Also es geht um eine Punktspiegelung und da erinnern wir uns einfach aus dem, was wir gerade eben gelernt haben. Der Teilen hat es auch gerade eingeblendet.
Hier als kleiner Tipp, der Kasten nochmal am Rand. So sollte ich es machen. Ich denke, jetzt kriegt ihr es allein hin. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, zunächst mal haben wir den Vektor pz aufgestellt, also Vektor z minus Vektor p, dann kommt minus 2 minus 5, 5. Und dann haben wir genau die Formel angewendet, z plus pz. Und dann kommen wir auf minus 1 minus 7, 10. Und das ist der gesuchte Bildpunkt p'. So, Aufgabe 2. Spiegel den Punkt p, 3, 3, 0, an der Geraden, hier, wie sie angegeben ist. Gut, wir überlegen uns nochmal, wie wir das vorhin in der Regel aufgeschrieben haben. Haben wir hier. Perfekt, dankeschön. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit dem Punkt F, diesen Lotfußpunkt, den wir brauchen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, den haben wir bei dem Abstandsproblem Punktgerade auch schon gebildet. Und zwar haben wir da erst eine Hilfsebene genommen, die senkrecht ist zu Geraden G und durch den Punkt P geht. Das heißt, der normalen Vektor der Hilfsebene war der Richtungsvektor der Geraden G und der Schlitzvektor der Ebene war der Punkt P. Und dann, wenn wir diese Hilfsebene hatten, haben wir sie mit der Geraden geschnitten und haben den Lotfußpunkt F gekriegt. Wem es jetzt ein bisschen zu viel Theorie war und ohne Bild und alles dazu, einfach nochmal einen Blick ins Video 8.3 werfen, Abstand eines Punktes zu einer Geraden. Da wird das, was Herr Fähnrich gerade im Schnelldurchlauf erklärt hat, nochmal erklärt. Und dann sollten alle in der Lage sein, den Lotfußpunkt F zu bestimmen. Und das macht er jetzt bitte. Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, als erstes stellen wir die Hilfsebene EH auf. Der normale Vektor ist der Richtungsvektor Geraden, also 1 minus 2, 2. Dann können wir die Hilfsebene so weit aufstellen, dass wir haben x1 minus 2x2 plus 2x3 gleich d, weil das hier wissen wir noch nicht. Kriegen wir aber ganz leicht, indem wir den Punkt 3, 3, 0 hier einsetzen. Also 3 minus 2 mal 3 plus 2 mal 0, also 3 minus 6 ist minus 3. Können wir hinschreiben, haben die Hilfsebene komplett. Wie geht's weiter? Gut, dann schneiden wir die Hilfsebene mit der Geraden. Damit erhalten wir unseren gesuchten Lotfußpunkt F. Wie machen wir das nochmal? Naja, wir nehmen unsere Hilfsebene und setzen für x1, x2 und x3 allgemeine Punkte der Geraden ein. Das sehen wir hier, minus 2 plus t für x1, minus 4 minus 2t kriegen wir hierher für x2 und 9 plus 2t für x3. Gut, es gibt jetzt eine größere Gleichung und wenn wir die Schritt für Schritt auflösen, müsste dabei rauskommen t gleich minus 3. Wenn es bei euch nicht so ist, stoppt das Video kurz, schaut euch in Ruhe an, wo der Fehler liegen könnte. Und dann bekommen wir unseren Punkt f, wenn wir das t einfach oben in die geraden Gleichung einsetzen. Und dann kriegen wir für f raus minus 5, 2, 3. So. Gut, jetzt müsst ihr eigentlich nur noch diese Formel hier im Endeffekt anwenden. Gut, den Vektor müsst ihr noch bilden, aber das schafft ihr. Wie in Aufgabe 1 übrigens, jetzt ist das Gleiche. Richtig. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Gut, dann bilden wir den Vektor pf, das ist minus 8, minus 1, 3. Und dann stellen wir p' einfach auf, hier gezeigt, und kommen auf minus 13, 1, 6. Aufgabe 3, spiegel den Punkt p, 3, 3, 0, das sollte euch mittlerweile bekannt vorkommen, an der Ebene E, so wie sie da in Koordinatenform gegeben ist. Gut, hier hat der Tein auch schon was vorbereitet, oder? Ja, sicher doch. Wunderbar, perfekt vorbereitet, wie immer. So, Spiegelung einer Ebene. Da müssen wir auch erstmal diesen Lotfußpunkt F kriegen. Wie ging das nochmal? Den hier. Naja, wir überlegen uns mal. Wir haben den Punkt P gegeben und wir haben die Ebene E gegeben. Um zu F zu kommen, müssen wir von P ja senkrecht runter auf die Ebene. Das ist richtig. Okay, kein Problem, denn wir kennen etwas, das senkrecht ist zur Ebene. Das ist der normalen Vektor, der ist hier gegeben, 3, 2, 1. Das heißt, wir gehen von P aus als Stützvektor, bilden wir eine Gerade mit 3, 2, 1 als Richtungsvektor, dann kriegen wir diese senkrechte Gerade und die schneiden wir einfach mit der Ebene und dann bekommen wir F. Wem das Ganze ein bisschen zu schnell ging, kann sich auch das nochmal anschauen, und zwar in Video 8.1, Abstand eines Punktes von einer Ebene. Und mit den Informationen von gerade und dem Video solltet ihr F bestimmen können. Und das macht er jetzt mal. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir stellen also diese Lotgerade H auf, von der der Herr Thein gesprochen hat. H ist dann x gleich 3, 3, 0 als Stützvektor, das ist dieser Punkt, plus t mal 3, 2, 1, das ist der normale Vektor der Ebene.
Gut, dann schneiden wir E mit H. Das heißt, wir setzen wieder hier diese Einträge von der Geraden hier für x1, x2 und x3 der Ebene ein. Kommen dann auf diese Gleichung, lösen die nach t, kriegen t ist minus 1/2. Das setzen wir wieder hier ein, kriegen f raus mit 1,52 minus 0,5. Gut, und nachdem wir das haben, was machen wir jetzt? Na, jetzt kommt derselbe Rest wie bei Aufgabe 1 und Aufgabe 2. Wir müssen wieder die Gleichung anwenden, um unser P' zu bekommen. Das macht ihr gerade wieder. Und wir schauen uns die Lösung an in 3, 2, 1. So, zuerst mal stellen wir wieder den Vektor PF auf. Da haben wir minus 1,5, minus 1 und minus 0,5. Und dann addieren wir wieder zu dem Vektor F, den Vektor PF dazu. Und wir bekommen unser P' 0, 1, minus 1. So, heute auch zu einer vierten Aufgabe. Die geht aber relativ schnell. Gegeben ist der Punkt A, 3, 1, 5 und sein Bildpunkt A' 2, 2, minus 1. Bestimme eine Gleichung der Ebene E, an der A gespiegelt wurde. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen andersrum. Wir haben sowohl den ursprünglichen Punkt als auch den Bildpunkt. Was wir jetzt nicht haben, ist die Ebene dazwischen und wir haben auch nicht diesen Lotfußpunkt. Als allererstes, wenn wir eine Ebenengleichung aufstellen wollen, brauchen wir einen normalen Vektor für die Ebene. Das ist ein Vektor, der auf der Ebene senkrecht steht. Den haben wir aber. Denn wenn wir den Punkt A hier oben haben, der heißt der A, vorhin dieser P, und den Punkt A', vorhin dieser P'. Und wenn wir einfach den Vektor zwischen den beiden bilden, dann haben wir doch einen Vektor, der senkrecht auf der Ebene dazwischen steht. Also, als erstes bestimmen wir mal den Vektor AA' und nehmen den schon mal als normalen Vektor für unsere Ebene. Wie das Ganze aussieht, schauen wir uns an in 3, 2, 1. So, also der normalen Vektor wird damit zu minus 1, 1, minus 6. Und das können wir schon mal einsetzen. Dann haben wir schon mal hier unsere Ebene in Koordinatenform. Aber sie ist nicht ganz vollständig, denn hier hinten ist noch das D übrig. Wie kommen wir da drauf? Ja, das D, dafür brauchen wir den Schlitzvektor der Ebene. Und wir sehen ja im Bild, wir nehmen einfach den Punkt F. Der Punkt F ist zwischen den beiden Punkten A und A', die früher P und P' hießen. Also müssen wir erst den Mittelpunkt dieser beiden Punkte finden und dann eine Ebene einsetzen, um D rauszufinden. Das kriegt ihr hin. Die Lösung gibt es dafür in 3, 2, 1. Um F zu bestimmen, starten wir im Punkt A und hängen die Hälfte des Pfeils AA' ran. Wir würden hier in P starten und hängen hier die Hälfte des Pfeils PP' ran. Dann landen wir bei F. Genau das machen wir hier. Das Ganze berechnen wir in den Vektoren. Gibt 2,5, 1,5 und 2 als Koordinaten von F. Ja, wie kommen wir dann auf die endgültige Ebenengleichung? Ja, wir setzen den Punkt F in die Ebenengleichung oben ein. Minus 1 mal 2,5 plus 1,5 minus 6 mal 2. Das ausgerechnet gibt minus 13. Genau. Und dann haben wir die gesuchte Ebenengleichung der sogenannten, beziehungsweise der Ebene, die zwischen A und A' liegt, nennt sich auch Symmetrieebene. Genau, und wir haben sie hier in Koordinatenform. Perfekt. So, jetzt haben wir genug Beispielaufgaben gerechnet. Damit tschüss, macht's gut. Bis zum Unterricht, ciao.